So gut wie gar nicht. Und Spaß, ich hole mir gleich hier die Bauern. So. Gleich stürme ich das Lager, habe ich die Schnauze aber voll. So, wollen wir mal gucken, was der so drauf hat. Der beschießt uns jetzt natürlich aus der Ferne. Das ist natürlich scheiße. Aber eigentlich dürften wir das gut wegstecken. Die Frage ist, hat er jetzt einen Boni? Ach du heilige Scheiße, er hat einen 6% Angriffsbonus und da wir ein Lager angreifen, hat er einen 50% Verteidigungsbonus. Eieieiei. Okay. Es ist nur ausgeglichen. Wir haben eine komplette Armee. Ja, komm, den machen wir. Sire, we have won a battle. Back to the safety of our castle. Ihr König, so macht man das. Mein Gott. So, wir haben auch gar nicht so mega viel verloren. Ist nur alles ein bisschen teuer. Boah, wenn wir kein Geld. Ich brauche Geld. Prinz ist erwachsen, das ist wunderbar. Ja, auch noch Kaufmann. My name is worth many bags of gold, sire. The Pope has called for a crusade. Mhm. Hier, du kannst auch noch mit den Philippinen. Ach so, du kannst dann nur Farbstoffe handeln. I cannot wait to hear your orders. Hier, kannst du nicht mit dem Irak handeln? Ach, mit dem Irak handle ich auch schon. My name is worth many bags of gold, sire. Hier, Türkei. Zack. The Queen has given birth to a healthy child. Mhm. Ich brauche viel, viel, viel mehr Knete. Na komm. So, die anderen dürften noch einigermaßen heile sein. Hier kommen, nehmen wir mal zwei Truppen davon. Dann bist du ready. Bist noch nicht ready, du nimmst noch mal das hier mit. Muss ich gerade mal warten, bis hier die 200 Nahrung voll sind. So, was könnte ich hier noch Schönes bauen? Warte, ich produziere hier Tinte. Ich könnte auch noch Farbstoffe produzieren. Warum eigentlich nicht? So. Schlachtfeldtribuchet, Feldtribuchet. Okay, es gibt davon auch noch diese verbesserten Formen. Mhm. Gut, gut, gut. So, viel kann ich hier nicht mehr bauen. Kettenhemdwerkstatt. Gebetshaus. A new building has been built, sire. Hm. Gebetshaus plus 1 Frommheit plus 1 Bücher in den Klöstern könnte man eigentlich mal machen. Hm. Das ist glaube ich auch neu. Machen wir mal hier ein schönes Gebetshaus hin. Warum auch nicht? Infidels beware. A new crusade is coming. Aha. Tü, 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 tü.
So, was könnte ich hier bauen? Hier könnte ich auch das Gebetshaus bauen. Stallungen. Ja, hier kommen, bauen wir Stallungen. Und ich glaube, ich sollte vielleicht mal wieder speichern. Ich glaube, das lag das letzte Mal echt nur daran, dass ich noch einige Programme... Wow. Dass ich letztes Mal noch einige Programme nebenbei habe laufen lassen. Sehr gut, unser Spion hat mal was geschissen gekriegt. Er wurde in Pakistan als Marschall angestellt. Und da ist er auch. Da waren gerade kurz gesehen. I am as elusive as the night. Aufstand der Armee anzetteln. Damit könnten wir Pakistan gleich echt mal versuchen, ein bisschen zu ärgern. So, mal gucken. Kristallisiert sich hier irgendwas raus? Oh, hier passiert tatsächlich was, und zwar Schad. Die werden echt ein bisschen mächtig. Oh, wer hat sich denn hier noch mit eingeschlichen? Kolumbien, so. Gucken wir mal, ob wir die Pakistanis ein bisschen ärgern können. Aufstand der Armee anzetteln. Aha, er hat versagt, aber seine Tarnung ist noch nicht aufgeflogen. Gut. Ach stimmt, jetzt weiß ich auch wieder, wozu man diese Bücher braucht. Damit kann man seine Leute hier leveln. So. Haben wir... Wie viele Prinzen haben wir denn aktuell? Okay, warte mal, dann bist du ein Marschall. So, bauen wir hier mal eine kleine Truppe auf. Kamelreiter. Was? Oh mein Gott. Das ist unser Spion, der hier kämpft, ne? Das sollten wir jetzt mal ein bisschen im Auge behalten. Leicht unterlegen. Die Frage ist, aus welcher Perspektive? Unterlegen. Ich glaube, unser Spion ist am Gewinnen. Ja, denke ich. Nice. Sehr gut. Unser Spion kann ja richtig gut kämpfen. Guck mal einer an. So, dann peppen wir ihn hier mal noch ein bisschen auf. Der war hier soweit fertig. Der chillt hier ein bisschen. Dann peppen wir mal eine dritte Armee hier auf. Yes. What is the job? Verdammt. A new building has been built, sire. Das ist hier sehr schön. So, holen wir uns mal hier einen Trupp Kamelreiter. Warum eigentlich nicht? Wie ruhig das mit Afghanistan ist. Also bei Schottland war das ja echt so, dass ich alle paar Sekunden Kriegserklärung bekommen habe. Ah, das ist echt ruhig. Ah, komm, machen wir mal noch einen Trupp. Und ja. Hm.
So. Warm food at last. Infidels beware. A new crusade is coming. So, dann kommt jetzt eigentlich eine dritte Provinz angehen. Die Frage ist so, wen greifen wir an? Ich würde ja sehr gerne Pakistan angreifen, wenn ich ehrlich bin. Aber dafür. Nice. Ein großartiger Erfolg. Euer Spion hat es geschafft, alle pakistanischen Truppen im Reich zu Rebellen zu machen. You are very member of your court has been imprisoned. Hä? Spion wurde wegen Verbrechen an Pakistan inhaftiert? Hä, aber ich hab dir doch zurückgeschickt. Hä? Moment mal, war das nicht normalerweise so, dass... Also ich wollte den, also klar. Also das fand ich in den Voreinstellungen von Knights of Honor schon immer blöd, dass wenn ein Spion mit sowas zum Beispiel durchkommt, dass er dann automatisch versucht, dieses Land wieder zu infiltrieren. Ich meine, klar stellt das Land ihn sofort wieder an, weil sie brauchen ja jetzt gerade neue Leute. They will not break me. 75 Gold wollen sie, dann kriege ich ihn wieder. Ja, hier kommt, kriegt er. Da unser Spion jetzt natürlich was gerissen hat, ist sein Level nämlich hier gestiegen. Man sieht es an dem einen Stern. Ja, Pakistan, ganz ehrlich. Political view. Ja, warte mal, gucken wir gerade nochmal. Habt ihr irgendwelche Bündnisse? So, frisch nach diesem Armeeaufstand gibt es mich auf den Sack. Verträge brechen. So, und Krieg erklären. Go. Jetzt geht's ab. So, zwei Provinzen gegen zwei Provinzen. Wir marschieren mal. Na, wo marschieren wir lang? Probieren wir erstmal das hier oben einzunehmen. I am moving. What is your command? Warte mal, hatte ich hier eigentlich eine Verteidigung aufgebaut? Die hatte ich. I am moving. So. Ein bisschen schwer hier Martin. Zu navigieren. In diesem Gebiet. Hier steht eine Armee von Porky's Thorn. I am moving. Time to move. So, ist hier einer drin? Tja, Pakistan, das ist natürlich blöd gelaufen. I will crush these peasants for valor. Attack. So. Au. Oh. Hier ist gar keiner drin, nur die Wachen, die ihr hier reingestellt habt. Das ist natürlich jetzt blöd gelaufen. Oh, da kommt einer zur Hilfe. Aber ich bin leicht überlegen. Tja, Pakistan, das ist natürlich blöd, dass ich all deine... Oh, fuck, ausgeglichen. Dass ich all deine Leute zu Rebellen gemacht habe und dann natürlich jetzt angreife. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das sind meine Leute, die ich rekrutiere, mega scheiße. Guckt euch das an, wie die verlieren. A battle has been lost. Lol. I am moving. I am moving. Also irgendwie hat sich das Kampfsystem aber auch verändert. Also irgendwie sind die Leute, die ich kaufe, mega schlecht. Also wirklich richtig schlecht. Die können ja gar nichts. Ich meine, ich war so haushoch überlegen gerade. I am moving.
Packen wir hier nochmal so einen Trupp rein. Ja, jetzt muss ich hier wieder auf Dings warten, dann kann er ihn schon mal hier hochgehen. Yes, my lord. Da. On the road again. Warm food at last. So, dann switchen wir hier mal gerade. Ja, Pakistan, deine beiden Provinzen werden bald mir gehören. So. Ah, hier kann ich jetzt auch Kamele machen. Das ist natürlich schön. So. Enemy troops have crossed our borders. Mhm. Na du? Du willst da rein? Das würde ich an deiner Stelle nicht machen, wenn ich du wäre. Let us restock and rest. Das würde ich an deiner Stelle echt nicht machen, Freundchen. Also ich würde da nicht reingehen. Aha, jetzt willst du die angreifen. Okay. Hm. Hat der nur diese eine Armee? Ich glaube ja. Und die ist nicht wirklich sonderlich groß, wenn ich das mal so sagen darf. For valor, attack. Wenn er meint. For valor, attack. Dann kämpfen wir jetzt hier mal 2 gegen 1, mein Lieber. Ich glaube, das wirst du sowas von verlieren. Now I feel wise. You were awarded a glorious victory. Let us restock and rest. Sehr gut, er flieht. Ist der doof? Und wieso greift er jetzt schon wieder an? I am now more skilled. Ah, das ist auch richtig so. So. Zack. Was macht ihr denn hier? I will go. Jetzt will er die Stadt angreifen? Attack. Also. Junge, irgendwie hast du nicht so ganz aufgepasst, was gerade passiert ist, habe ich so das Gefühl. Jetzt kommt nämlich nochmal 2 gegen 1. Jetzt kriegst du nochmal auf den Sack. Yet another glorious victory, sir. Warm food at last. So, platt gemacht. Ah ja, stimmt, den Typen hier oben gibt es ja auch noch. Wow. Kann ich nicht mal sowas wie ein scheiß fucking Quad-Speicher bauen oder so? Oder habe ich das schon? Dieses Leute anstellen ist mal so nervig. So, eben ein bisschen was abgekriegt. Let us restock and rest. Du hast gelevelt, sehr gut. Nimm mal das mal. I am skilled now. Ja, I am skilled now. So sieht es aus. Na super, da habe ich mir mit Parsang einen ganz tollen neuen Feind geschaffen. Beware. A new crusade is coming. Boah, wieso kriege ich so mega langsam hier Nahrung? Das Ding ist doch wieder aufgebaut. So, du brauchst eigentlich nur noch ein paar Leiterträger hier. Aha. Ja,
eine Hungersnot ist bei mir ausgebrochen. Wo soll das denn bitte der Fall sein? Also ich sehe hier keine Hungersnot. Wieso sollte ich eine Hungersnot haben? Sehe ich nichts von. Hungersnot kenne ich nicht. You are very wise to hire me. So, du kannst mal noch mal versuchen, hier Pakistan zu infiltrieren. So, er da oben kann sich langsam aber sicher wieder aufbauen. Was baut der Eumel denn hier schon wieder? Dort gefällt mir nicht. Back to the safety of our castle. Ja, natürlich. So, nehmen wir dich noch. Back to the castle. Da ist er schon mal ready. Da fehlt noch das hier. Dann kann ich eigentlich wieder losziehen. Sire, we have spotted enemy troops marching through our lands. Ach, nicht schon wieder, ey. Aha. Möchtest du die da angreifen, die da stehen? Mit einer einzigen Truppe? Let us restock and rest. Aha. Na, seid jetzt verwirrt. Tja, ist natürlich dumm gelaufen, ne? What is your wish? To battle and victory. Du wirst diese Stadt nicht angreifen, mein Lieber. Ganz wichtig bei Knights of Honor immer schön hier überlegen sein. Back to the safety of our castle. So, dafür gibt es nämlich immer wieder ein bisschen Erfahrung. So, die geht's noch ganz gut. So, dir fehlte noch der hier. Das ist das ja eigentlich. Aha. Gut, dann sind diese beiden Armeen fertig und konnten rein theoretisch wieder angreifen. Na, ey, ihr braucht noch ein bisschen. Ich würde aber sagen, die Feldzüge. Du weißt, dass du gerade in meine Armee reinläufst. Was macht er denn hier? Interessant. Die werden mir nicht als feindlich angezeigt, wenn sie nicht hier irgendwie was zum Angriff als Ziel haben. Also ich würde es gut finden, wenn die mir trotzdem angezeigt werden würden. Gut, ich würde aber mal sagen, den Feldzug gegen unser Nachbarland Pakistan, den machen wir in der nächsten Aufnahmesession. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, bis dann, ciao.